Moin moin liebe Freunde der Bewegung und des Hittensports. Heute geht es um ein ganz schnelles Rezept, das ihr zum Frühstück essen könnt, zum Mittagessen, zum Abendessen, egal. Hauptsache es geht schnell, denn ich komme jetzt gerade vom Training und habe dementsprechend Hunger. Und das Schöne ist, du brauchst quasi nur 2-3 Zutaten. Wir verfeinern es noch ein bisschen, aber dazu jetzt gleich mehr. Was ist es denn genau? Es ist ein Bananen-Schokomousse mit Haferflocken. Das heißt, ihr braucht, ich zeige es euch, Bananen, so viel ihr wollt. Am besten natürlich schön gelbe, reife, vielleicht noch ein paar braune Punkte drauf. Tja, um diese Uhrzeit hat sich gezeigt, wir haben es jetzt 9 Uhr, ist es nicht gut, Bananen einzukaufen, da ist nämlich immer schon alles weg. Schade. Gut, also Bananen, Haferflocken, Backkakaopulver und alles weitere optional wäre noch Zimt und eine Zitrone. Bevor wir jetzt anfangen, können wir schon mal das Wasser aufsetzen, denn wie ihr seht, ich habe hier zwei Schalen, die ich eben separat mache, nämlich mache ich zuerst den Bananenquark bzw. das Bananenmus und währenddessen lasse ich die Haferflocken schon mal ein bisschen quellen. Also, Schritt Nummer 1, Wasser kocht. Schritt Nummer 2, wir nehmen uns hier die Bananen und schälen sie erstmal. So, jetzt sind die Bananen geschält. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr so viele Bananen haben wollt oder nicht. Dann braucht ihr eine Gabel. Mit dieser Gabel zerdrückt ihr jetzt die Bananen. Und währenddessen können wir einfach schon mal hier die Haferflocken, so viele wie ihr wollt. Okay, reicht. Und jetzt wird gematscht. Also, reife Bananen nochmal deswegen. Erstens, sie sind süßer und vor allem schmeckt das dann besser mit dem Kakaopulver dann letztendlich zusammen. Und ihr habt gesehen, ich hatte ein bisschen Schwierigkeit. Nicht, weil ich geschwächt vom Training bin, sondern ja, die lassen sich einfach nicht so gut zerdrücken, schmecken nicht so gut und es ist nicht so gut für die Verdauung. Der Fructose-zu-Stärke-Gehalt ist einfach noch nicht optimal. Und ja, deswegen so grün oder so hellgelblich nicht gut. Am besten, ja, schwarz, dass kaum noch gelb da ist. Nein, ein bisschen gelb mit braunen Punkten. Ihr hört das Wasser im Hintergrund, das kocht. So, und bevor ich das da drauf kippe, mache ich immer noch gerne eine halbe Zitrone auf die Haferflocken. Das schmeckt dann nochmal ein bisschen besser, hat so ein schönes Kontrastprogramm zwischen süß und noch ein bisschen sauer. Zu der Zitrone noch ein Tipp, rollt die vorher aus. Und dann könnt ihr sie wesentlich besser zerdrücken. Ja gut, das passiert, wenn es live ist. Sie explodiert einfach in eine Richtung. Die Gabel brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir einmal hier in die Haferflocken, so lange, ja, bis es eigentlich bedeckt ist. Das zieht das ja noch ein. Ein bisschen ungelenk heute. Also, ja, so 1 bis 2, 1,5 sollte dafür reichen. Und dann, ihr seht, es ist ein bisschen schwierig umzurühren, müsst ihr aufpassen, sonst spritzt also in alle Richtungen das Pulver, das ist sehr, hat eine sehr eigenartige Konsistenz. So, schön unterrühren und da wieder dasselbe. Wenn ihr eben reife Bananen habt, lässt sich das viel, viel besser vermengen. Kurz mal probieren, obwohl, klein bisschen kann noch. So,
Das sollte genügen. Letztendlich sieht das jetzt so aus. Noch nicht sehr schön, aber das kommt noch. Und dann, ja, kommen wir eigentlich schon zum letzten. Gucken wir mal ein bisschen. Lecker. Ja, das sieht ganz gut aus soweit. Kann man immer noch mal ein bisschen umrühren, damit auch das obere ein bisschen aufquillt. Jetzt einfach. Die Haferflocken dazugeben. Ja, und das wäre soweit. Und ich mache jetzt noch ein bisschen Zimt drauf. Das ist daneben gegangen. Noch ein bisschen Zimt drauf. Ist auch gut für den Stoffwechsel. So. Perfekt. Das Schöne ist, ihr seht, ihr macht nicht viel dreckig, es sei denn, ihr spritzt irgendwie die Zitronen in alle Richtungen. Ihr habt nicht viel zum Abspülen. Das Einzige, was wir jetzt hatten, ist hier eine Schüssel für die Haferflocken. Ja, ein Messer zum Aufschneiden der Zitrone, eine Gabel, Löffel und das hier direkt zum Essen. Von daher, macht nicht viel dreckig. Es geht schnell, es ist lecker und ich genieße das Essen jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem einen Daumen hoch. Abonniert, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und sagt mir mal, was ihr eigentlich am liebsten esst. Ist es auch irgendwie Porridge, irgendwas mit Haferflocken oder Pizza oder Eis? Ich bin gespannt auf deine Antwort in den Kommentaren. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao.